Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr euer iPhone richtig zurücksetzt, um es zu verkaufen. Wir fangen zunächst an. Wir gehen einmal hier auf das Einstellungssymbol, gehen dann oben auf eure Apple-ID, da steht im Normalfall euer Name. Dann haben wir hier mehrere Punkte. Früher war es in iCloud, jetzt ist es extra in Wo ist. Das heißt, wir gehen einmal auf Wo ist. Und hier ist es ganz wichtig, mein iPhone suchen auszuschalten. Wenn das aktiv ist und ihr setzt das Gerät zurück, muss derjenige eure Apple-ID eingeben. Was natürlich nee, es nicht bringt, nichts bringt, weil dann muss müsste man ihm das Kennwort geben. In dem Fall geht ihr einfach drauf, macht den Haken raus, gebt einmal das Kennwort ein. Würden jetzt einmal auf Deaktivieren gehen. Dann sieht mal kurz, einmal deaktiviert. Nun könnt das Gerät zurücksetzen. Das geht über mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr könnt das über iTunes machen, beziehungsweise heißt ja jetzt Music auf dem Mac oder halt die iTunes-Anwendung auf dem PC. Oder ihr macht das halt ganz normal übers Gerät. Übers Gerät geht es wie folgt. Ihr geht dann einfach zurück, nochmal zurück, nochmal zurück. Geht dann einmal auf Allgemein, scrollt ganz runter. Und geht in dem Fall auf den Part iPhone übertragen, Schrägstrich zurücksetzen. Dann könntet ihr gegebenenfalls jetzt schon Sachen vorbereiten, wie einen iCloud-Backup. In meinem Fall wird das nicht benötigt. Dann könnt ihr entweder das Gerät an sich zurücksetzen oder ihr könnt das komplette Gerät löschen. Zurücksetzen heißt, er würde bestimmte Einstellungen behalten und alle Inhalte und Einstellungen heißt, er macht es komplett leer, so dass am Ende nichts drauf ist und der Gegenüber es als neues Gerät einrichten kann. Würde ich hier mich jetzt einmal draufdrücken, würde er mir anzeigen, was genau gelöscht wird und was wir gerne machen möchten. In dem Fall gehe ich jetzt nicht auf Fortfahren, weil sonst muss ich das ganze Gerät neu einrichten. Nach dem Fortfahren würde er im Normalfall wieder ein Backup machen oder erst ein Backup machen und dann es zurücksetzen. Das kann man in dem Fall aber auch dann überspringen. Ja, das wäre es in dem Fall schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.